Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein schönes Rezept für die, die gerne Torten backen und dekorieren, weil ich heute mit euch mein To-Go Vanilleböden-Rezept teile. Und diese Böden sind perfekt für Motivtorten, weil die schön stabil sind, aber die sind auch sehr saftig und lecker. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Bevor wir mit den Zubereitungen anfangen, sollte die Butter schön weich sein in Zimmertemperatur. Dafür solltet ihr die Butter erst aus dem Kühlschrank holen und etwa halbe Stunde bis eine Stunde in Zimmertemperatur lassen, bis die schön weich geworden ist. Und das gleiche auch mit den Eiern und Kefir. Die sollten auch in Zimmertemperatur sein, so die auch gleich mit dem Butter dann aus dem Kühlschrank rausholen. Und dann, wenn die Butter schön weich geworden ist, gebe ich Zucker dazu. Normalerweise verwende ich weißen Zucker, aber ich hatte keine weißen Zucker zur Verfügung, deswegen habe ich Teil weißer Zucker und Teil braunen Zucker genommen, aber normalerweise nehme ich einfach weißer Zucker. Und dann die Zucker mit Butter etwa 3 bis 5 Minuten mit dem Mixer schön hell und weich schlagen. Und dann, wenn die Butter und Zucker schön weich und hell geworden ist, bei mir wird es nicht so hell sein wegen diesem braunen Zucker, aber bei dir sollte es schon sehr schön hell sein an diesem Punkt. Und jetzt werde ich die Eier dazugeben, eine nach dem anderen, und nach jedem Ei wird 30 Sekunden weiter geschlagen. Und nachdem ich die Eier dazugegeben habe und alles schön gemixt habe, sieht die Masse so aus. Es ist schön fluffig. Und jetzt werde ich die Trockenzutaten und flüssigen Zutaten dazugeben. Einen nach dem anderen. So erst ein Teil Trockenzutaten, dann Hälfte meiner Kefir, dann nochmal Teil Trockenzutaten und Kefir und so weiter, bis ich alles dazugegeben habe. Und die Trockenzutaten habe ich noch davor in einer separaten Schüssel zusammengerührt und die werden in das Teig durch ein Sieb gegeben. Und dann jedes Mal, nachdem ich die Trockenzutaten oder die flüssigen Zutaten dazugegeben habe, wird es ganz kurz auf die niedrige Stufe gemixt. Und nach die letzte Teil von Trockenzutaten so lange mixen, bis alles sich schön gemixt hat. Ihr habt keine trockenen Stellen im Teig und der Teig ist schön cremig. Ich mag auch immer noch kurz mit einem Spatel durch den Boden rühren, um zu sehen, dass es wirklich alles sich gemixt hat. Und am Ende sollte der Teig dann so aussehen. Und jetzt habe ich meine Backförmchen schon schön eingebuttert und ich werde jetzt mein Teig in diese vier Förmchen gleichmäßig verteilen und danach werden die Böden gebacken. Und den ganzen Rezept mit Backanleitungen findet ihr unten in Beschreibung. Nach dem Backen erstmal die Böden in Backform etwa 10 Minuten abkühlen lassen, dann aus dem Form rausholen und komplett abkühlen lassen. Ich mag die Böden dann noch in Frischhaltefolie einwickeln und über Nacht im Kühlschrank kühlen. Dann sind die perfekt zum Füllen und Dekorieren, weil die noch ein bisschen fester werden. Und ich finde, so haben die auch mehr Geschmack und werden noch viel saftiger. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen. Immer wenn ich Vanilleböden brauche für eine Torte oder kleine Törtchen, dann nehme ich immer diesen Rezept, weil es gelingt immer. Es ist sehr einfach gemacht und die Böden schmecken einfach super lecker. Ich habe auch eine Schoko-Variante und ich werde den Rezept auch hier für dich verlinken. Wie gesagt, diese Böden kann man oder diese Teig kann man dann so wie ich im Rezept gezeigt habe oder im Video gezeigt habe
so im Backform backen, für Tortenböden, oder ihr könnt den auch auf dem Backblech backen und dann kleine Törtchen daraus schneiden. Normalerweise, wenn ich diese Böden backe, dann backe ich die einen Tag vor ich meine Torte fülle, weil dann finde ich, dass die haben mehr Geschmack. Ich wickele die abgekühlten Böden in Frischhaltefolie und lasse die im Kühlschrank noch über Nacht abkühlen. Dann sind die noch ein bisschen fester. Die sind trotzdem sehr saftig und weich, wenn man die Torte dann ein bisschen länger im Zimmertemperatur stehen lässt. Aber die sind dann perfekt zum Torte füllen und dekorieren, weil die dann diese Stabilität auch haben. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen und wenn ja, dann vergiss nicht die Daumen nach oben. Und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.